Hallo YouTube, hier ist wieder Lucky. Ja, ich habe letztens ein Video gemacht, in dem ich meinen ersten Minecraft-Server vorgestellt habe. Heute ist es soweit, heute ist quasi die Premiere. Heute ist der neue Server offiziell eröffnet, der neue Server, unser richtiger Server. Der Server hat im Moment jetzt 41 Member und 4 Admins sind wir bis jetzt. Ja, und der Server wird bald ein richtiger Server, ein Nitrado-Server sein. Im Moment ist er noch amateur mit 4 Netzwerken. Ja, wie gesagt, er wird noch Nitrado sein und ich möchte euch einladen, mit uns darauf zu spielen. Vorübergehend noch Hamachi, da wir noch viel Technisches erledigen müssen. Und ich hoffe, dass der eine oder andere von euch zusagen wird. Ja. Ja, ich habe jetzt mal ein paar Bilder gemacht. Die waren aber schon länger anfangen. Leider finde ich zurzeit nicht die Zeit, noch ein paar Screens zu machen. Auf jeden Fall, ich möchte euch wie gesagt einladen. Spielt mit uns auf dem Server. Wir haben ein Skill-System. Das heißt, ihr baut zum Beispiel so und so viel Holz ab und bekommt dafür Skillpunkte und steigt Ränge. Dann zum Beispiel ab Rang 10, Rang 20, Rang 30, alle 10 Ränge kriegt ihr dann Geld von uns. Wir haben natürlich Economy, was heißt, dass wir mit Geld spielen. Jeder Spieler hat am Anfang 2000 und das erhöht sich dann. Er kann entweder mit anderen Spielern handeln, er kann entweder Sachen abbauen und kann die dann im Shop verkaufen, wo man auch Sachen kaufen kann. Oder er spielt Casino, das ist für jeden Nutzer nur 3 Drehe quasi am Tag erlaubt. Oder, ja, er tauscht mit Nutzern oder macht Quests. Ja, Quest-System, da müsst ihr dann Aufgaben immer erledigen und bekommt dafür Geld. Ja, dann haben wir natürlich Protection, dass andere Nutzer oder Gäste nicht einfach irgendwas abbauen können. Das haben wir alles geregelt. Dann haben wir zum Beispiel World Edit, eben World Guard, wir haben Minecraft Mania, also damit kann man dann den Bahnhof besser bauen. Ihr klickt, wenn ihr drin sitzt, auf das Minecart zum Beispiel und fahrt einfach los. Dann haben wir Lightvote, dann können die Nutzer abstimmen, ob Tag oder Nacht ist. Wir haben über 30 Plugins, ja, sind gut organisiert und bald wird auch jetzt die Website folgen. Gehe ich dann in die Beschreibung, merken wir da, ihr guckt einfach mal rein immer, ob es schon da ist. Ja, und wie gesagt, ich möchte euch einladen. Ich hoffe, ihr kommt.